Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Hirnsberger, ich bin veganer Ernährungstrainer und ich habe die Ehre, dass ich gemeinsam mit meinem Kollegen, mit dem Markus, das Weltdinner am Afroasiatischen Institut zum Thema vegane Rohkosternährung gestalten darf. Da die Veranstaltung nicht wie üblich als Präsenzveranstaltung abgehalten werden kann, haben wir beschlossen, dass wir jetzt Erklär- und Kochvideos produzieren und zudem dann auch noch ein Zoom-Meeting veranstalten, wo wir für Fragen offen stehen und bereitstehen und gemeinsam essen werden. Ich werde euch hier jetzt in diesem ersten Video erklären, was ist denn vegane Rohkosternährung überhaupt und welche Utensilien, welche Gerätschaften verwendet man bei der Zubereitung dieser Speisen. Also, grundsätzlich, was ist denn vegan? Eine vegane Ernährung verwendet nur Produkte, in denen nichts von einem Tier enthalten ist. Also, man verwendet nichts, was von einem Tier kommt. Daher keine Eier, keine Milch, kein Honig und so weiter. In weiterer Folge werden bei einer veganen Ernährung auch alle Produkte, wie zum Beispiel Kosmetikprodukte oder Waschmittel, gemieden, bei denen Tiere in Mitleidenschaft gezogen worden sind, zum Beispiel durch Tierversuche. Eine vegane Rohkosternährung geht da noch ein bisschen weiter, und zwar erhitzt man bei einer veganen Rohkosternährung die Lebensmittel nicht über 42 Grad. Das hat den Vorteil, dass ab ca. 42 Grad eben sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente absterben. Und durch das eben Nicht-Erhitzen über 42 Grad bleiben diese wertvollen Inhaltsstoffe enthalten. Also genau, das ist eine vegane Rohkosternährung. Nichts, was von einem Tier kommt und nicht über 42 Grad erhitzt. Jetzt fragen sich sicher viele von euch, na, was isst man denn dann noch? Also man kann sehr vielfältig zubereiten. Man muss nur wissen, wie. Man verwendet im Großen und Ganzen Gemüse natürlich, Obst, Nüsse und Samen, aber auch Getreide und Hülsenfrüchte, das man keimen kann. Zudem kann man die Speisen mit Wildkräutern ergänzen. Oder ja, Wildkräutern oder Kräutern, die man kauft. Wenn man sich auskennt, kann man Wildkräuter pflücken. Zu den Gerätschaften. Man verwendet vor allem oft einen Mixer. Ein Mixer ist sehr vorteilhaft. Damit kann man sehr viel, also kann man Soßen für Salate oder andere Hauptgerichte zubereiten. So wie wir das in einem unserer Videos, wo wir die Zucchini-Spaghetti zubereiten, auch verwenden. Zudem braucht man einen Mixer auch für viele Nachspeisen, für Cremes oder für Rohkostkuchen, unter anderem im zweiten Video zu sehen, wo wir Rohkost-Brownies zubereiten. In weiterer Folge verwendet man natürlich auch oft einen Pürierstab, der ähnlich wie ein Mixer verwendet werden kann. Was auch noch wichtig ist, ist ein Keimbehälter. Man keimt sehr oft in der Rohkosternährung. Man kann eben Getreide oder Hülsenfrüchte, gewisse Getreidesorten oder Pseudogetreidesorten wie Buchweizen oder Hülsenfrüchte wie Linsen durch Keimen verzehrbar machen. Und durch Keimen entstehen zusätzlich sehr wertvolle Inhaltsstoffe, die dann das Produkt oder das Lebensmittel zudem noch wertvoller machen. Also Mixer, Pürierstab, Keimbehälter sind alles schon sehr vorteilhafte Gerätschaften. Wer sich etwas mehr leisten kann, der kann sich zudem noch einen Dörrofen kaufen. Mit einem Dörrofen kann man vegan und roh köstliche Cracker oder Brot herstellen. Das funktioniert zum Beispiel aus Leinsamen und anderen Getreidesorten oder Linsensorten, wo man sich dann im Dörrofen solche selbstgemachten Rohkost-Cracker oder Rohkostbrot zubereiten kann. Genau,
Genau, das sind jetzt mal die wichtigsten Utensilien, die man verwendet. Grundsätzlich zu den Zubereitungsarten. Es geschieht natürlich auch sehr viel über Einweichen, wenn man zum Beispiel Trockenfrüchte pürieren möchte oder Nüsse pürieren möchte, dann geht es immer einfacher, wenn man zuerst die Dinge einweicht. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt in diesem ersten Video schon eine grobe Vorstellung geben, wie man die Dinge zubereitet in der veganen Rohkosternährung. Und im zweiten Video wird mein Kollege der Markus dann mehr noch über die Vorteile einer veganen Rohkosternährung erklären, worauf man achten muss und über die gesundheitlichen Aspekte. Das war's von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann online über Zoom, wo wir für Fragen bereitstehen und gemeinsam etwas Rohköstliches essen können. Dann alles Gute und bis bald. Ciao.